Die Aula des Campus am Ziegelsee wurde am 11. Juni zum Schauplatz des 91. Treffens des Schweriner Literaturstammtisches, kurz LISTA. Nach dem Drehbuch von Liane Römer vom Literaturclub Schwerin wurden hier Blicke in das Privatleben deutscher Autorinnen und Autoren zum Anfang der 1930er Jahre geworfen. Man schöpft, wenn man schreibt, glaube ich, immer aus seinem privaten Leben. Das ist so, egal ob Sie an Brecht oder an Kästner oder an Tucholsky oder an Feuchtwanger oder an sonst wen denken, das ist so. Und es ist natürlich oft dann verständlicher, was die Literaten geschrieben haben. Die Musik von Dr. Eckhard Möbius und den Preisträgern des Jugendmusiziertwettbewerbs Anne-Christine und Stefan Möbius begleitete die Lesung. In zeitgenössischer Garderobe brachte das Ensemble aus Musik und Literatur den Geist der 1930er Jahre auf die Bühne. Auf der Bühne muss was geschehen. Und man kann mit Liedern, mit Instrumentalmusik das Ganze, was man literarisch an Texten hat, dann wunderbar schmücken und verständlicher machen. Und das ist natürlich auch, also während eines Musikstückes hat man immer auch die Gedanken frei, die Texte zu verarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das macht auch viel mehr Spaß. Die Ironie des Lebens machte auch vor den Künstlerinnen und Künstlern aus dem Deutschland der frühen 1930er Jahre nicht Halt. Voll von authentischem Witz und ehrlicher Menschlichkeit. Zusammen entwarfen ihre Geschichten eine fesselnde Momentaufnahme des Zeitgeistes kurz vor Machtübernahme der Nazis. Für Freunde der Lyrik geht es am 23. Juli weiter, beim 92. Literaturstammtisch. Mittagskrach.